Hallöchen, Freunde, und weiter geht es. Wie gesagt, habe ein ganz großes Problem und hoffe einfach mal, dass der nächste Boss, falls einer kommt, nicht so schwer wird. Hier rüber. Verschieben. Und rein. Der die Göttin der Eigenbogen ehrt, soll auf Schwingen silberner Gras hier in den Himmel geführt werden. Okay. Gebet. Oha! Das ist heavy. Ein Synergy-Stein. Ja, aber die sind immer noch tot. Speichern, Steckplatz 3. Es ist zu spät. Das Licht des Leuchtturmes wurde bereits entzündet. Das kann nicht sein. Das Leuchtfeuer kann doch nicht ohne den Merkurstern entfacht werden. Die Elementarsterne wurden aus dem Heiligtum von Zoll auf dem Alpberg gestohlen. Der Alpberg, das Heiligtum von Zoll. Seid ihr Heiler aus dem Heiligtum von Zoll? Ja. Wir kommen aus einem Dorf namens Vale, um die drei Elementarsterne zurückzuholen. Aber wir sind keine Heiler, wie du es bist. Sagtest du Whale? Unser Dorf sollte das Heiligtum von Zoll beschützen, aber trotzdem wurden die Sterne gestohlen. Das klingt sehr nach meinem Clan. Ich habe die einzige Pflicht, die mir auferlegt wurde, verfehlt. Das ist schrecklich. Okay. Kaya! Mukba! Du bist es also, Kaya. Diese Kinder sind ja noch immer am Leben. Ihr seid den ganzen Weg gekommen, um Aidaria und Kraden zu retten? Das ist nicht alles. Wir wollen die Elementarsterne zurückholen. Mit anderen Worten, sie sind gekommen, um uns aufzuhalten. Dann haben wir keine Wahl. Kümmern wir uns um sie, bevor sie irgendwelchen Schaden anrichten können.
Nenadi, warte! Oh, Saturus, Sie wollen... Ich habe alles gehört. Sie hatten Glück, den Ausbruch des Altbergs zu überleben. So viel habt ihr auf euch genommen und jetzt wollt ihr euer Leben einfach so wegwerfen? Gut, wenn das euer Wunsch ist, dann bereitet euch darauf vor, dass er euch erfüllt wird. Saturus, willst du denn alleine gegen sie kämpfen? Nenadi, ich kann doch nicht zulassen, dass unsere Geisel während des Kampfes unbeaufsichtigt bleibt, oder? Na, da hast du wohl recht. Außerdem will ich sehen, wie sehr sich ihre Kräfte entwickelt haben. Bist du dir dessen sicher, Saturus? Lass mich in Ruhe. Geh zum nächsten Leuchtturm, sofort. Komm her, Kind. Versuchst du mich zu ignorieren? Ich sollte dir eine Lektion erteilen, Kind, aber... Pete, ich würde dafür sorgen, dass deine Schwester mir gehorcht, wenn du nicht willst, dass ihr etwas zustößt. Aldaria, bitte tu, was sie verlangt. Pete! Es wird alles gut, Aldaria. Kaya und Mokuba hätten uns nicht folgen sollen. Es tut mir leid, Kaya, Mokuba. Ich zähle auf dich. Kaya, Mokuba, halte durch. Aidaria, Kraten. Wenn ihr sie retten wollt, müsst ihr zuerst mich besiegen. Nein, zurück! Was ist los? Saturus ist unglaublich mächtig. Ich konnte es fühlen, als ich ihm gegenüberstand. Wenn wir gegen ihn antreten, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Wir müssen seinen Vorsprung an Stärke irgendwie ausgleichen. Ausgleichen? Ihr glaubt, ihr könntet euch mit den großen Saturus auf einer Stufe stellen? Nein. Und trotzdem wollt ihr kämpfen? Ach, ihr Narren. Nun gut, dann lasst mich euch eine Lektion erteilen. Was ist passiert? Saturus bewegt sich so merkwürdig. Was ist das? Das Licht des Merkur. Es schwächt meine Energie. Ich muss das schnell über die Bühne bringen. Kommt schon, ihr Narren. Ich habe zwei, die leben. Ich denke nicht. Und das sage ich, weil ich mir fast schon sicher bin. Ich denke nicht, dass ich mit zwei überleben werde. Dieser erholt sich. Heilung. Okay, das könnte echt zum Problem werden. Das war's.
Okay, so wie es aussieht, müssen wir den Kampf nochmal machen. Und diesmal, beziehungsweise beim nächsten Mal, machen wir ihn besser. Und um ihn besser zu machen, werden wir jetzt hier einfach auf ganz entspannt noch was kaufen und dann machen wir einen Cut. Kaufen. Oh, warte mal. Er kann noch ganz viele haben. Und sie kann auch noch mal ganz viele haben. So. Kann man sich hier irgendwo Gear kaufen? Hier, Schwert. Ah, es geht nicht, weil die krank sind. Okay. Ja, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Wie es weitergeht, Freunde, das erfahren wir leider Gottes erst in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Golden Sun. Ciao.